Servus bei Waldwissen. Schön, dass du wieder da bist. Heute schauen wir uns mal an die Dickungspflege. Wir sind wieder bei unserem zweiten Bestand. Da habe ich schon im Waldbau viel gemacht, den wir dann verlinken. Und es geht heute, wie gesagt, um die Dickungspflege. Ich will da die Buchen fördern und werde da mal was Schönes machen. Ich werde da alle 10 Meter eine Gossen reinmachen, wo ich ja, 1 Meter breit alles wegschneiden werde. Und im Weiteren werde ich mir auch während dem Ort mal schauen und überlegen, wie ich da die Gossen sinnvoll anlege. Das würde ich jedem empfehlen, der was das macht. Zuerst einmal schauen, wie lege ich die Gossen richtig an. Weiteres, wenn ich da schon mal durchgeschnitten habe, gehe ich quer auch nochmal alle 10 Meter durch, um eben die 10x10 Meter für die Buche zum Beispiel zum Home, dass der ihre 100 Quadratmeter Platz hat. Wenn ich das habe, geht es ganz einfach. Ich suche mir ungefähr in der Mitte von dem Viereck, je nachdem, einen Baum aus, den muss ich fördern tue. Markiere den, schneide ihn frei, halte die ganzen Bedringerschneide weg und mache im gleichen Zug auch gleich Wertastung bzw. einen Formschnitt. Da kommt ein extra Video noch dazu, wenn ich das mache. Und da haben wir einen Nussbaum. Naja. Der hat schon mal schön ausgeschaut, den lasse ich nicht stehen. Aber wenn man sich jetzt die Buchen da jetzt anschaut, das kleine, die sind schon hoch genug für einen Formschnitt. Und das zeige ich euch dann noch im nächsten Video. Und Erklärung, Z-Baum, den wir ich da markieren tue. Z-Baum ist ein Zukunftsbaum. Der soll genauso groß werden und schön vor allem wie die anderen Bäume, vor allem die Laubbäume. Hasenwurst gestaut und schneide sowieso weg. Und das ist der Sinn und Zweck des Ganzen. Vor allem Wertastung bei Buche ist dahingehend sinnvoll, weil die Äste, die was abbrechen bei der Buche, das ist nicht gut, weil sich dann ein Kern bildet. Und ein Kern bei der Buche ist schlecht, weil der lässt sich niemals schönes Bloch verkaufen. Momentan halt in 100 Jahren kann das natürlich anders ausschauen, dass die gefragt sind. Oder in 50 Jahren oder 20 Jahren. Man weiß nicht, wie sich der ganze Markt entwickelt. Ja. Weiteres. Ich habe mal kurz ein paar Infos da aufgeschrieben. Ja. Laubbäume sind anders zu bauen wie Nadelbäume. Das hat damit zu tun, wenn die Bäume in puncto Todast verlieren, Todast Behalter. Die Buche ist ein Todastbehalter. Weil wenn man eine anschaut, der wo weniger Ast drauf ist, genauso wie die Eiche auch, der bleibt dran, bis er abbricht. Und das ist auch eben das wegen einem Kern das Problem. Das ist bitte zu beachten. Sollte jetzt was machen. Also, das habe ich gesagt. Ja,
wegen die Abstände. Sollte da drinnen noch eine Eiche gesehen, wie die Erner die Eiche auch fördern. Nur eine Eiche braucht 12 Meter Platz als Z-Baum. Ich beachte hier schon die Z-Baumabstände, weil das ist im Prinzip sehr wichtig. Ja, sehr wichtig. Es ist ein wichtiger Punkt von dem Ganzen. Die Abstände schon im Vorhinein zum Wissen und zum Machen. Vor allem 10 Meter bei der Buche passt eh. Ja. Weil wenn man mit dem Harvester dann durchgeht, oder durchgehen sollte, bei einer Durchforstung, die Rückegassen sind normalerweise 20 Meter breit. Halt alle 20 Meter kommt eine Rückegasse. So. Na, dann habe ich eigentlich eh schon fast alles erklärt. Noch was Wichtiges, was mir jetzt noch einfällt. Ja, da sieht man eine Eiche schön. Mal schauen, wie wir es haben. Und ich schneide nicht alles weg. Weil dementsprechend, was ich auch vorher gesagt habe, Laubbaum ist anders zu behandeln. Weil wenn der Laubbaum alleine steht, der wird breit und nicht hoch. Genauso wie jeder Nudelbaum auch. Nur, das, wieso dass ich das mache, ist, ich will ein Wertholz haben und kein Brennholz. Deswegen schneide ich nur die Bedränge weg und der Rest bleibt stehen. Bei Fichten, Kiefern, dergleichen, ist das im Prinzip auch so, nur es bei der Fichten lohnt sich kein Wertast. Bei den Kiefern schon, aber nur wenn man von zum Beispiel von C-Kreuz von der Qualität her auf C oder eher an der B-Asten tut, dann bringt sie das was, sonst am besten gehen lassen. Wie zum Beispiel, sehe ich gerade, der Buchen da. Der verschnorkelte, der ist sowieso nur Brennholz, der kommt weg. Der, was dahinter ist, der kommt auch weg, kann man da schon weg. Aber der schaut schön aus wie die vorige. Aber der, was in der Mitte steht, ja, okay. Den kann man stehen lassen, den könnte man zum Beispiel wertasten. Weil es ist so halbwegs groß und desto stärker das wird, desto weniger merkt man, merken die ganzen Wülste, was da sind. Das heißt, zum Beispiel, der wird das Z-Baum markiert. Links und rechts, die zwei kommen weg. Und es sind trotzdem noch, vor allem noch einer Zeitbedränger da. Der muss dafür sorgen, dass der Baum in die Höhe wächst. Und nicht in die Breite. So. Das wär's. Heute und ja, ich sehe da gerade ein Birken. Ah, Birken lasse ich absichtlich erstellen. Es ist kein Bloch, kein Wertholz, Brennholz höchstens, aber der Birke ist ein wunderbarer Dinger, genauso wie auch Weißbuche. Ja, das war's dann. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Ich freue mich über Like und abonnieren nicht vergessen. Auf dem Laufenden bist, wenn wieder ein Video online kommt. Also, bis dann. Ciao.